Folge, Leute. Alles Gute zum Geburtstagskaki! Heißt außerdem Flash, Leute. Ja, wir nennen diesen Hund Kaki, aber das ist der Name riesig. Flash! Leute, wir haben ja alles dekoriert, denn heute wird Flash ein Jahr alt. Flash ein ganzes Jahr. Du bist schon richtig alter Sack. Das ist in Menschenjahre schon 7 Jahre. Und Flash ist einfach ein verrückter Hund, Leute. Deswegen würde ich sagen, wir haben eine kleine Party gemacht. Der Tag wird aber noch kranker, Leute. Wir haben so viele Sachen organisiert. Wir haben nachher eine riesige Hundeparty, Leute. Das wird absolut geisteskrank. Wir haben Leute auf Instagram angeschrieben, ob die Bock haben, zu unserer Hundeparty mit ihren Hunden zu kommen. Und es haben einige geantwortet. Ganz viele verschiedene Hunde werden auf jeden Fall da sein. Es wird krank. Hoffentlich eskaliert es nicht. Und eine Torte gibt's auch. Oh ja, die machen wir auch gleich noch. Aber ich würde sagen, lasst den Geburtstag beginnen, Leute. Juhu! Es ist schon ein Jahr her. Genau vor einem Jahr kam der kleine Welpe auf die Welt und wurde dann von einem durchgeknallten YouTuber mit nach Hause genommen. Erst warst du noch ganz schüchtern, aber du wurdest ziemlich schnell genauso verrückt und gestört wie ich. Wir haben so viel gemeinsam erlebt, ich habe dir alles beigebracht und du bist mir so ans Herz gewachsen und ich könnte auf jeden Fall nicht mehr ohne dich leben. Das muss gefeiert werden. Leute, wir sind jetzt hier in der Hey-Halle. Flash ist auch am Start, Leute. Aber wir müssen jetzt hier kurz warten lassen, denn wir haben noch eine zweite Überraschung. Und zwar, Leute, werden wir jetzt eine riesige Torte machen. Let's go! Wir haben in der Hey-Halle nämlich jetzt noch eine Küche eingebaut. Und hier werden wir jetzt unseren absolut widerlichen Hundetorte machen. Oh Gott, Junge, für diese Torte kommen wir in die Hölle. Wir haben so viel Wurst dafür gekauft. Dafür kommt man in die Hölle, für sowas? Ja, dafür kommt man in die Hölle. Aber die Hunde werden es gut finden. Das ist ein Tag im Jahr, dann macht man das mal. Zeig mal bitte. Oh, Geflügelwurst. Sowas hat der gekauft! Ich glaube gar nicht, wie sehr ich Wurst hasse, aber Flash mag es. Let's go, der Hundekuchen wird jetzt beginnen. Wir brauchen hier nur ein paar Schichten Sahne. Soll ich von unten anfangen? Ja, ne? Oh yeah, baby. Oh yeah, man. Also es wird ganz, der Kuchen wird ganz einfach. Wir werden eigentlich immer nur Sahne machen und dann einfach Würstchen draufballern. Also Sahne, Würstchen, Sahne, Würstchen. Legen wir ein paar rein. So, so, so. Und so. Lea findet sie sehr eklig, aber Leute, Hunde finden das geil, ohne Scheiß. So, und dann haben wir das und machen sozusagen dann die nächste Schicht. Und dann wird hier wieder Sahne und so weiter, Montage, let's go. Boah, das ist ekelhaft, Digga. Die Wiedertorte. Die Torte des Grauens. Ist das egal? Man möchte jetzt eventuell denken, dass es etwas eklig ist. Aber ich würde sagen, wir dekorieren das jetzt noch ein bisschen. So. Mit ein bisschen Dekoration kann das, glaube ich, ganz gut werden, Leute. Ja, nein. Hier ist noch eine Packung hier. Oh. Weißt du, was wir noch brauchen? Das Allerwichtigste von allen. Streusel. So, ich glaube, wir haben sie gerettet, oder? Lasst auf jeden Fall jetzt schon mal ein Like da für diese unglaubliche Torte. Leute, ich erkläre euch mal kurz, was passieren wird. Hier werden die ganzen Hunde warten, Leute. Und Flash wird dann da hinten sein und gar nichts von der ganzen Sache mitbekommen, weil wir hier die Tür zumachen. Dann machen wir die Tür auf. Alle haben hier Spaß, spielen, was auch immer. Und dann komme ich von der Tür und bringe so diese Torte rein und zeige so, Leute, wir haben eine Torte. Und dann werden mich alle anspringen und wahrscheinlich umbringen. Leute, wir haben gerade außerdem noch was gesehen. Was wir gerade erst gesehen haben, hier steht einfach so ein Holzstab rum. Diese Halle ist so komisch. Oh, guck mal, was man mit diesem Holzstab machen kann. Wie macht man das? Scheiße. Ach so, so. Ich schwöre, bevor wir die Hunde reinlassen, machen wir noch so eine Zeremonie-Schluss hier. So, Hunde rein da! Das war sehr verwirrend und komisch, aber ich würde sagen, jetzt gehen wir mal ab zu den Leuten. Mal gucken. Oh, da sind schon welche. Ey, oh mein Gott, das sind schon richtig viele, Digga. Oh, Baby. Das sind echt viele. Let's go. Ich bin auf jeden Fall heim. Man hört Hunde. Man hört Hunde. So. Das wird geil. Hi. Was geht ab? Leute, wir haben hier die ganzen Hunde am Start. Let's go. Oh, was sind Süße. Hallo. Hallo. Oh. Hi. Oh nein, ihr legt sie direkt hin. Was ist das denn für Süße? Von ihrem Mann. Hallo. Junge, geil. Ihr habt so eine richtige Party für Flash organisiert. So Leute, ich glaube,
Es ist Zeit, das Geburtstagskind zu kommen. Wir haben eine Riesentorte, also das wird schon geil. Okay, Flash, dein großer Tag, mein Junge. Dein großer Tag, Kaki. Wir haben ganz viele Freunde für dich bestellt, Kaki. Du wirst gleich so viel Spaß haben, hoffentlich. Ich hoffe, du hast eine tolle Torte. Und dann musst du die leider teilen mit deinen Freunden. Das macht man nämlich so am Geburtstag. Oh, Flash, du Geier. Flash, bist du bereit für deinen großen Tag? Lea ist gerade schon draußen. Ich würde sagen, holen wir die Hunde. Maul. Ich würde sagen, holen wir die Hunde rein. Was ein Gekläffe! Kommt her! Ich glaube, wir brauchen eine Torte. Let's go! Vielleicht können wir sie ja so mitlocken. Flash, der Geburtstag ist vorbei. Flash, wir sind alle nur wegen dir gekommen. Du hast die ganze Torte alleine gefunden. Okay, Leute, ich glaube, die Party ist hiermit offiziell beendet. Aber wir haben richtig coole Geschenke noch bekommen. Für Flash. Alles ich habe auch ein Geschenk für Flash. Oh, Tenniswelle. Sehr gut, sehr gut. Alter, wie viele Geschenke haben wir denn? Mega geil. Okay, mal gucken, was wir noch so für Geschenke bekommen haben. Alter, ja, haben wir schon was gefallen. Flash, guck mal, wir haben ein Riesenpaket, Kaki. Guck mal. Oh ja, yeah, Kaki. Also ein Spieli. Ja, das haben wir dir geschenkt, Kaki. Das haben wir dir geschenkt. Was haben wir noch für Geschenke? Kaki. Kaki. Oh, Kaki. Oh, Kaki. Hundeknochen, Kaki. Hundeknochen. Oh, die haben mir sogar ein Geschenk, was man auspacken das muss. Das ist von mir. Flash, komm mal, pack mal aus. Das ist meins, Moritz. Oh, das ist von dir, Flash? Ja. Oh, dann hier. Hier ist lecker Schmecker mit. Chef. Ja, ja, ja. Das wird er lieben. Ja, zu Hause hat das immer geliebt. Oh, ja. Nur wenn der Knochen. Ja. Ja, guck mal. Oh Mann, der fandet den immer so toll bei uns zu Hause. Kaki, du Arsch. Das ist der gleiche. Ich glaube, der Rinderknochen ist auch kleiner, Mann. Aber der das, meine Freunde, war Flash kleiner Kindergeburtstag. Ich finde, das war sehr cool. Es haben sich zwar irgendwie 20 Leute angekündigt und es waren am Ende vielleicht irgendwie 7 Hunde da. Das müssen wir beim nächsten Mal noch üben, Leute. Aber dafür haben wir noch ein Jahr. Dann machen wir eine richtig riesige Fete. Aber ich finde, das war schon sehr, sehr cool. Flash, hier nimmt dein nächstes Spielzeug. Ich glaube, für Flash war es der schönste Tag in seinem ganzen Leben. Lasst auf jeden Fall ein Abo dafür mehr, so kacke Scheiße. Geht auf Facebook und ihr euch den besten sexiesten Nightingmarsch der Welt. Schaut doch bei Kasso vorbei, der ganz, ganz traurig hinten sitzt. Und ich würde sagen, das war's im heutigen Vlog. Haut rein und ciao! 600 Videos jeden Tag, eine Mio in einem Jahr. Der kleine Junge hatte ein Ziel. Oh shit, der Grind ist real. 600 Videos jeden Tag, eine Mio in einem Jahr. Der kleine Junge hatte ein Ziel. Oh shit. So sieht aus wie eine Torte aus, wie die von 1000 Hunden vergewaltigt wurde. Lassen die Junge. Ja, keiner hat diese widerliche Wurst angefasst. Das ist auch. Was machen wir damit jetzt? Stimmt, na? Hast du Hunger? Ja, safe. Alles weg, Alter. Ich glaube, das Geschenk gefällt ihm sehr. Das ist echt geil. Das findet er der Hammer. Weg ist er. Tschüss.